Nach 7 Spielen ohne Sieg musste ein neuer Trainer her bei Viktoria Köln. Olaf Janssen bei seinem Debüt wollte aus viel individueller Qualität wieder eine Mannschaft formen und damit zurückkehren in die Erfolgsspur. Eine schwierige Aufgabe auswärts beim besten Heimteam der dritten Liga und Aufstiegsanwärter FC Ingolstadt. Rein ins Spiel, Köln in den weißen Trikots, hatte viel Defensive trainiert und dann auch Umschaltspiel. Thiele legt hier ab auf Wunderlich, der weiter auf Risse und dann dieser Pass wieder. Timmy Thiele, 1:0. Die frühe Führung für Viktoria Köln, 12. Minute. Super herausgespielt, vom Torschützen selbst eingeleitet, über Wunderlich und Risse, dann im Strafraum bedient. Er lässt Buntic keine Chance. Top-Auftakt also für Olaf Janssen bei seiner Rückkehr zu Viktoria Köln. Ingolstadt in der ersten Halbzeit, aber auch immer wieder mit gefährlichen Vorstößen. So wie hier, 21. Minute. Heinloth und Bilbia spielen das wunderbar auf dem rechten Flügel. Dennis Eckert Ajensa muss hier das 1:1 machen. Verpasst den Ball im Zentrum. Ein sehr unterhaltsames Spiel in den ersten 45 Minuten, weil es hin und her ging und auch die Gäste immer wieder solche Vorstöße wagten. Erneut Risse auf Thiele, diesmal allerdings die falsche Seite des Tornetzes. Feiner Heber von Thiele, aber eben auch links vorbei. Trotzdem eine sehr ansehnliche Partie. Olaf Janssen konnte zufrieden sein mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft. Eine knappe Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel. Ingolstadt mit viel Ballbesitz, aber ohne Durchschlagskraft. Köln auf Konter lauern. Ballverlust Stendera. Und dann geht es schnell in die Spitze. Thiele zu Wunderlich. Die Latte steht im Weg in der 69. Spielminute. Die große Chance auf 2:0 zu stellen. Ob sich Ingolstadt davon noch erholt hätte, es ist fraglich. Wir springen in die Nachspielzeit. 90+3. Buntic vorn mit dabei. Und Buntic mit dem Ausgleich. Ingolstadt Torhüter macht es möglich. Das 1:1. Das erste Mal ein Tor für Ingolstadt Torhüter. Etwas glücklich springt der Ball von der Brust von Kutschke auf den linken Fuß. Aber fantastisch abgeschlossen von Buntic. Sofort wieder aufgesprungen. Und als würde er es täglich machen, haut er das Ding ins Tor. Und das Spiel, es wurde noch einmal angepfiffen. Köln geschockt mit Auflösungserscheinungen. Ein langer Ball auf Elver, der vorbei an Stellwagen. Und mit dem 2:1 dem Salto hinterher. Ein irres Finish vom FC Ingolstadt. 2 Tore in der Nachspielzeit. Erst Buntic, dann Elver. Und ein Spiel, das verloren schien, noch in einen 2:1-Sieg gedreht. Absolut Wahnsinn. Ja, am Anfang der Saison habe ich mit meiner Freundin gesprochen. Wenn ich nach vorne gehe, muss ich ein Tor machen. Liebe Grüße nach Hause. Ich habe es endlich geschafft. Hat 22 Spiele gedauert. Beziehungsweise 23 mit dem DFB-Pokal. Jetzt bin ich happy, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, ich muss nicht mehr nach vorne. Aber wenn, dann bin ich bereit, nochmal ein Tor zu schießen. Ja, ich meine, ich bin ja ein paar Tage im Fußball dabei und ich weiß, manchmal bestraft einen das Spiel brutal. Deswegen ja, ist mein Gefühl gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so schlimm, wie man vielleicht befürchten könnte, weil ich habe einfach eine Mannschaft gesehen, die füreinander da ist, die ein Spitzenteam gequält hat in allen Bereichen. Alles das, was in den letzten Monaten gefehlt hat, war heute da. Ja, ein brutales Ende diesem Spiel für Viktoria Köln, aber eben auch viel Positives, was man mitnehmen kann in die kommenden Wochen. Alle Spiele der dritten Liga live, nur bei Magenta Sport.